Ja, hallo, willkommen zu Jack the Dexter. Ich bin der GameTeman und wünsche euch viel Spaß bei diesem kleinen Video zum PS2-Klassiker. Wir haben so eine Anfrage im Discord, ob denn die Spiele in Deutsch sind, die im PS Plus angeboten werden, beziehungsweise im Shop zum Download. Denn im Shop steht nur die englische Sprache als unterstützte Sprache. Aber nein, die Spiele sind alle in Deutsch. Und ich dachte, wir nutzen gleich den kleinen Test, um die Spiele ein bisschen da zu zeigen. Denn das sind ziemlich coole Jump'n'Run-Klassiker, muss ich sagen. So. Natürlich wollen wir hier ein Speicherdingens erstellen. Also ich habe es das letzte Mal auf der PS3 gespielt, da allerdings relativ intensiv. Da habe ich mich platiniert. Aber ich halte jetzt mal die Klappe, weil hier ist das Intro. Mein Vater und meines Vaters Vater nie gefunden haben. Wer waren die Precursor? Warum erschufen sie die riesigen Monolithen, die überall auf unserem Planeten verstreut sind? Wie haben sie das Echo bezwungen, die Lebensenergie dieser Welt? Was war ihr Plan und wieso verschwanden sie? Ich habe die Pflanzen befragt, aber sie erinnern sich nicht. Die Pflanzen haben die Felsen befragt, aber die Felsen wissen es nicht mehr. Nicht einmal die Felsen können sich erinnern. Jede Faser meines Körpers sagt mir, dass sich die Antworten im Besitz eines jungen Mannes befinden, der sich seines Schicksals nicht bewusst ist, dem nichts daran liegt, die Wahrheit zu finden, der meine Führung ablehnt. Aber warum sollte er auch schon auf den alten Samos, den Weisen, hören? Ich bin ja nur der Herrscher des grünen Echos, einer der weisesten Menschen der Welt. So scheint es, dass die Antwort nicht etwa durch sorgfältige Forschung oder vernünftiges Überlegen gefunden wird. Oh nein! Wie so viele schicksalhafte Geheimnisse fängt alles mit einer kleinen Ungehorsamkeit an. Hey, Jack, der grüne Kerl hat uns doch verboten, hierher zu kommen. Sucht weiter nach Artefakten und nach Echo. Wenn die Einwohner Precursor-Gegenstände besitzen, ihr wisst, was zu tun ist. Bestraft jeden hart, der das Dorf verlässt. Wir werden zur rechten Zeit angreifen. Was wollen wir überhaupt hier, Jack? Mir läuft's kalt den Rücken runter. Blöder Precursor-Schrott. Was ist das für ein dunkles Zeug da? Sieht ja nicht gerade einladend aus. Der Weise plappert ständig über die Precursor, die das Zeug hier erbaut haben. Wohin sind sie gegangen? Warum erbauten sie diesen Schrott? Ich mag Precursor-Orbs und Energiezellen genauso wie jeder andere, aber wenn du mich fragst, waren das schon echte Loser. Wie hast du das gemacht? Jack, ich glaube, es gibt Ärger! Sollen. Hättest du auf mich gehört, dann was? Okay, alles klar. Mir geht's gut. Was in grünen Teufelsnamen wollt ihr zwei? Wir waren dabei. Ich war... Du sei still. Anstatt meinem Rat zu folgen, seid ihr beiden an dem einzigen Ort herumgestreunt, den ich euch verboten hatte.
der Nebelinsel. Das stimmt und ich... Und Dexter, du hast endlich das überfällige Bad genommen, aber in einer Wanne voll mit dunklem Echo. Also alter Mann, willst du hier jetzt rumquatschen oder hilfst du mir raus aus dem Schlamassel? Ich werde weiter rumquatschen, denn ich finde, du siehst viel besser aus als vorher. Und außerdem, ich könnte dir gar nicht helfen, auch wenn ich wollte. Was? Es gibt nur eine einzige Person, die das dunkle Echo lange genug erforscht hat, um dich vielleicht zurückzuverwandeln. Gol Acheron, der Weise. Aber er lebt weit entfernt im Norden. Weit, weit im Norden. Seit Ewigkeiten hat niemand mehr mit ihm gesprochen. Ich würde euch ja dorthin teleportieren, aber auch das kann ich nicht. Keiner der drei anderen Weisen hat es für notwendig erachtet, sein Tor einzuschalten, schon seit langer Zeit nicht mehr. Der einzige andere Weg zu Fuß nach Norden führt durch den Feuercanyon. Aber der heiße Boden schmilzt sogar Precursor-Metall. Ihr könnt da nicht einfach so durchgehen. Aber ihr könntet durchfliegen, wenn ihr einen Zuma mit Hitzeschutzschild hättet. Zufällig arbeite ich im Moment gerade an so einer Maschine. Mit nur 20 Energiezellen hätte sie genug Energie, um der Hitze des Canyons zu widerstehen. Nicht wahr, Papi? Ja, Kira, das könnte klappen. Aber wo sollen der Junge und die halbe Portion der 20 Energiezellen herbekommen? Von den Dorfbewohnern. Die meisten von denen haben irgendwo ein oder zwei Energiezellen rumliegen. Und auch wenn sie nicht hergeben wollen, mit ein paar netten Precursor-Ops kann man ihre Meinung schon ändern. Und bestimmt gibt es draußen in der Wildnis noch mehr Energiezellen, die nur auf ein paar mutige Abenteurer warten. Nun, einen mutigen Abenteurer haben wir ja schon. Mutige Abenteurer? Ihr beide würdet ohne Anleitung nicht mal aus dem Dorf rausfinden. Bevor ihr mit irgendetwas anfangt, solltet ihr lieber durch das Warp-Tor gehen und am Felsgeysir ein wenig üben. Da gibt sich noch mehr von diesem dunklen Eco-Zeugs, oder? Ich will nicht nochmal reinfallen und dann so aussehen wie du. Rein da, bevor ich euch beide in Unkraut verwandle. So, da haben wir das Intro hinter uns. Ziemlich witziges Intro, muss ich sagen. Gut gemacht, immer noch gut gealtert eigentlich. Kann man nicht meckern. Ja, Naughty Dog heute, oder Naughty Dog, heute, ja eher so für die Uncharted-Reihe Last of Us und Cold bekannt. Früher allerdings auch durchaus im Jump'n'Run-Bereich aktiv, also als unabhängiger Entwickler mit der Crash Bandicoot-Reihe. Und auch das ist jetzt hier, das ist, müsste das letzte Spiel gewesen sein, was noch nicht unter dem Sony-Label, also von Sony, ist. Dieses Gerät ist ein Kommunikator. Damit können mein Vater und ich euch jederzeit bei eurer Suche Ratschläge geben. Sorry, war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich den Namen geschickt habe. So. Ja, wie gesagt, letztes Spiel, was noch als Multiplattform-Entwickler, beziehungsweise die haben zwar zu dem Zeitpunkt schon die ganze Zeit für die PlayStation entwickelt, wenn ihr genug davon waren aber sammelt, vorher durchaus auch anderen aktiv. Also, ja, auf dem Sega, Amiga und auch eins auf dem 3DO. Naja. So. Aber sie hatten da schon ziemlich dolle PlayStation-DNA. Denn Crash Bandicoot war ja auch so eine, ja, so eine Art PlayStation-Maskottchen. Auch mit Recht. War eine tolle Reihe auf der PS1. So. So, und hier starteten sie allerdings in die PS2-Ära. Das ist wichtigste Precursor-Artefakt, das ihr finden könnt. Ihr müsst 20 davon sammeln, damit ich den Hitzeschild für euren Agraf-Zoomer aktivieren kann. Genau, davon brauchen wir 20. Das machen wir jetzt so. Gut, die muss ich nicht zwingend. Kaputt machen. Wenn ich mich recht erinnere, sieht man auch, wie viel es hier gibt. Moment. Genau, 4 Stück. Die 4 müssen wir finden. Okay. Also so praktisch, dass man wirklich sehen kann, wie viele in einem Level fehlen. Das ist am Ende nicht schlecht, weil man kann überall...
Manchmal zu größerer Kraft zu schlagen, um eine dieser Kisten zurückkehren später und dann die fehlenden Energiezellen noch sammeln. Spähfliegen gefunden. Ich habe 7 davon in jedes Gebiet entsandt, um nach Energiezellen zu suchen. Aber die Lurker müssen sie alle gefangen haben. Zack. Oh, na, da haben wir doch eine Energiezelle. Ja, ist immer so ein bisschen versteckt. Also es gibt manchmal Aufgaben kleine, die man machen muss, um eine Energiezelle zu kriegen. Diese letzte Spähfliege hatte eine Energiezelle. Ich wette, wenn ihr alle 7 in einem Gebiet findet, bekommt ihr bestimmt noch mehr Energiezellen. Genau, das heißt, immer wenn ich 7 finde, kriege ich eine Energiezelle und das ist pro Level halt eine so eine Zelle. So, allerdings in den Dachwelt, da kann man auch noch Energiezellen bekommen. Beim Intro. Auch schon angekündigt. Das hier ist blaues Echo. Blaue es enthält die Bewegungsenergie. Mit blauem Echo kannst du schnell rennen, Kisten aufbrechen und sogar einige Precursor-Artefakte aktivieren, wenn du in ihre Nähe kommst. Ja, dann werden wir das auch gleich mal machen. Schau, wie sich mit jedem aufgehobenen blauen Ekohaufen die Zeit verlängert, in der du es benutzen kannst. Jetzt aber nur... Oh, hier nicht was? Ah ja, da. Nehmen wir mal die blaue Energie. Das ist eigentlich richtig praktisch. Aber dann brauche ich es jetzt hier. Okay. Das müsste aber gewesen sein hier. Ja. Können wir weiter. So, genau, die können wir mit dem blauen Energie bekommen, die Tür. Ah ja, langsam kommt's wieder. Ist nur weiter her. Das ist eine Precursor-Tür. Sie lässt dich nur öffnen, wenn du blaues Echo durch deinen Körper laufen lässt. Also optisch muss ich sagen, eigentlich ganz cool. Das ist eine blaue Eco-Öffnung. Hier ist das blaue Eco viel konzentrierter als bei den schwebenden Haufen. Deshalb bekommst du hier eine volle Ladung davon, die du für die maximale Zeitdauer nutzen kannst. Oh, dann haben wir die nächste Energiezelle. Macht. Das blaue Echo hat die Tür geöffnet. Mit blauem Echo kannst du selbst den Precursor-Artefakten, die schon seit Jahren nicht mehr aktiviert worden sind, Energie einhauchen. Diese kleinen grünen Energiebälle auf dem Boden sind eine Echo-Art. Hebe 50 kleine oder einen großen grünen Echo auf, dann wird deine Gesundheit verbessert. Ich würde auch sagen, ich mache jetzt nur das Tutorial hier. Das ist nur dieses kleine Gebiet, das gleich zu ändern. Das ist auch nicht so riesig, wie ich mich recht erinnere. Und werde dann ein kleines Fazit kurz ziehen. Wenn du springst und dann in der Luft gleich nochmal springst, kannst du auf einen höher gelegenen Vorsprung gelangen. Vielleicht, wenn jemand Interesse hat, dass ich es weiterspiele, dann ja, schreibt man, ob das eine Option wäre. Vielleicht eine kleine Videoreihe oder so. Können wir gerne machen. Sonst, ja, würde ich es dabei belassen. Alle Ruhe. Autsch. Ah, es ging eh noch runter. Alle dreimal nur mal anzuzocken. So, ja. Alle drei Hammer erfüllt. So. Zum Weisen.
Gut gemacht, Jungs. Aber das ist noch gar nichts im Vergleich zu den Abenteuern, die noch vor euch liegen. Ist gar kein Problem. Wir sind gewappnet, was, Jack? Wir würden ja gerne noch bleiben und quatschen, grüner Häuptling, aber es juckt uns schon, auf Abenteuer zu gehen. Schön, schön. Dann stürzt euch ins Abenteuer. Und wenn ihr schon beim Abenteuern seid, macht euch doch ein wenig nützlich. Meine verflixten grünen Eco-Sammler sind schon wieder verstopft. Geht ans andere Ende des Strandes und reinigt sie, ja? Folgt den Lampen, sie führen euch geradewegs dorthin. Und jetzt, alle, raus hier! Jo. So, ja, wie gesagt, machen wir hier einen kleinen Cut. Also, ich muss sagen, es ist ein witziges Spiel. Also, es ist wirklich, der Humor ist in dem Spiel ziemlich cool. Man hat eigentlich immer was zu schmunzeln, wahrscheinlich vor allem wegen Dexter, der macht immer witzige Dinger und hat eigentlich immer coole Sprüche auf Lager. Wie man gerade gesehen hat, in der Hub-Welt kann man allerhand entdecken und ja, ich würde sagen, jeder, der so ein bisschen Feeling für ein, hallo, ja, wo sind wir? Wo zum Teufel kann er nur sein? Daraus. Der ein bisschen Feeling für so ein 3D-Jumpen ran hat oder vielleicht mal eins auf der PlayStation sucht. Der sollte mal reingucken und dem Spiel eine Chance geben. Teil 2 und 3 sind, wenn ich mich recht erinnere, allerdings keine Jump'n'Runs mehr. Also ich glaube, da hatten sie das Genre geändert. Also ich glaube irgendwas mit Autos oder sowas und bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Das ist, ich glaube, die habe ich auch nie so wirklich gespielt. Vielleicht sollte man die auch mal anspielen. Also der erste Teil ist auf jeden Fall klassisches Jump'n'Run, so à la Mario. Sollte man mal reingucken. Ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. So, das soll zur kleinen Einführungsrunde gewesen sein. Vielleicht sehen wir uns ja zu mehr Teilen. Mal gucken. Sonst sage ich einfach, ja, bis zum nächsten Mal. Euer GameTeamMan und ja, tschüss.